Hallo, aber damit recht herzlich willkommen auf meinem Rosti-Kanal. Ja, vor meiner Nacht ist mal wieder Zeit für ein kleines Indie-Horror-Spielchen. Heute spielen wir zusammen Sweet Home. Ich habe so keine Ahnung, um was es hier eigentlich geht, um was ich hier tun soll. Wir haben irgend so ein Kristall gefunden. Was ist das für eine Flashlight? Nö. Ich gehe durch die Tür. Hä? What? Jetzt bin ich wieder hier? Ich werde die Unity Engine gemacht. Ich laufe jetzt mal da hoch zu diesem, wo hier rot leuchtet. Alles kommt man dann schon in. Ah, wieder so eine Art Kristall. Was? Oh! What? Ich kann weder springen, ich kann nur rennen. Wenn ich hier auf die Tür klicke, passiert nichts. Also nicht zu diesen Puppen gehen. What? Im Moment verstehe ich da gerade nicht. What? What? Was? Da ist ein Käfig. Wir sind im Käfig. Ich habe keine Ahnung. Ich meine. So, dieser Stil, dieser Grafikstil von dem Spiel, der gefällt mir ja schon. Nur habe ich absolut keine Ahnung, was ich eigentlich tun soll. Ich sammle mal die Dinger ein. In der Hoffnung, dass es was bringt. Und nicht zu diesen Puppen gehen. Das ist unser Ausgangspunkt. Oh, oh, nein, 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 nicht Puppe, nicht Puppe. Keine Puppe. Falle. Nice. Muss also sollte tunlichst aufpassen, wo jemand läuft. Ist ein interessantes Spiel. Also hier gibt es überall Fallen. Das war auch nicht gut. Ich glaube, vor allem darf ich nicht stehen bleiben. Ich glaube, ich muss immer in Bewegung bleiben. Sonst werde ich gefangen. Hey. Sehr verwirrendes Spiel. Und vor allem muss ich diese Dinge aufsammeln. Nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben. Interessant. Und ihr wisst ja, in solchen Spielen wird ja ganz schlecht. Really? Ich kapiere es leider nicht im Moment so ganz. Auf was das Spiel jetzt eigentlich hinausgeht. Ich kann es leider nicht beantworten, aber es macht auf jeden Fall einen interessanten Eindruck. Einen interessanten Eindruck. Nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben.
Und irgendwie scheine ich mich nur im Kreis zu bewegen. Warum auch immer. Keine Ahnung. Ich muss sagen, ich bin echt verwirrt. Ich bin wieder. Ich laufe jetzt nur noch geradeaus. Dann dürfte ich ja nicht wieder an die Hütte kommen. Aber hier scheint eine Art Weg. Oh, jeez. Aha, jetzt kommen wir schon mal ein Stückchen weiter. Nur nie stehen bleiben. Nein, ich wurde gefangen. Oh, Jesus. What the hell? Jetzt habe ich auch noch gesabbert. What? Also nicht stehen bleiben. Nicht zu den Puppen. Und vor allem nicht stehen bleiben. Aber jetzt haben wir doch schon so viele Teile eingesammelt. Finde ich. Bin mal gespannt. Aber das finde ich schon cool gemacht mit diesen Totenköpfen. Ich liebe ja Totenköpfe. Muss ich gestehen. Aber ich glaube, jeder, der so. No, really? Oh, come on. Schon ein bisschen gemein, ne? Das spiele ich jetzt nicht so mit Jumpscares übersehen oder so, aber man braucht es nicht. Aber es ist interessant, man will ja wissen, wie es hier weitergeht und was eigentlich das Ziel von dem Spiel ist. Weil das heißt ja Sweet Home. Wir müssen diese roten Steine einsammeln. Und das Weiße scheint ja so eine Art Weg zu sein. Oder auch nicht. Nur. Wohin führt das Ganze? Und diese Geräusche im Hintergrund, diese Stimmen, dieses Flüstern, dieses. Hier ist es nochmal. Wir laufen einen Weg. Wir nehmen einen Weg. Bleiben immer schön auf dem Weißen. Würde ich sagen. Nein, ich stehen bleiben. Don't stand still. Bin gespannt. Wie gesagt, ich probiere es nochmal und dann. Ich kann es dir nicht sagen. Eher so eine Art Mystery. Und vor allem, was hat es mit dem Haus jetzt auf sich? Da war ja die Puppe. Really? Okay, letzter Versuch. Last try. Und dann. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr weiter, weißt du? Aber ich würde doch gern was erleben, noch was sehen, irgendwie mal im Ziel zumindest mal ein bisschen näher kommen. Ein bisschen mehr Story wäre nicht schlecht, weißt du?
eine Art Information am Anfang vom Spiel. Damit auch solche Spieler wie ich hier sich da ein bisschen leichter in die Materie mit einfügen können, um das alles hier den Sinn zu verstehen. Wie und was und warum. Aber da leuchtet aber jetzt wieder hier dieser Stein. Dieser ominöse, mysteriöse Stein. Vor allem nicht stehen bleiben, Rostimann. Oh, nicht durch diese Dinger laufen. Riskant, riskant. Da ist was Blaues. Oh no. Oh no, really? Okay, really last try. Weil der Weg war nicht gut und das Blaue, jetzt habe ich wieder was Neues gesehen, wo mich ja gleich wieder neugierig macht. Was war das Blaue? Oh no. Nee, Freunde, nee. Ich würde sagen, ich belasse es jetzt mal dabei und ihr könnt es gern selber mal euch runterladen und selber mal probieren, wie weit ihr kommt, um das Spiel zu verstehen. Ich finde es sehr interessant, nur. Es fehlt mir eben die mehr Informationen am Anfang vom Spiel, damit man sich da besser irgendwie in die Materie mit versetzen kann. Wisst ihr, was ich meine? Aber ansonsten ein sehr interessantes Spiel. Hat mir schon gefallen. Nur eben, wenn man nicht weiß, was Sache ist und naja. Würde ich sagen, komme ich mal zum Ende. Ich bedanke mich wieder bei euch recht herzlich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet auf meinem Rostkanal. Das war Sweet Home. Bewertet doch dieses Video bitte und kommentiert es. Das hilft mir weiter. Falls ihr noch kein Abo habt, Köpfchen drücken, press den Button, subscribe meinen Channel. Ansonsten genießt das Leben. Enjoy life. Habt Spaß miteinander. Verhaut sich nicht um. Bis zum nächsten Mal. Sagt tschö bitte und finger dich und uns. Euer Rostkanal. Thank you and goodbye. Ciao. Bis dann. Macht's gut.